So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Das ist der Ramses, das ist der Hannes, nicht Spaß, das ist der Thomas. Guckt mal, wie der Thomas aussieht. Limp Bizkit von hinten, ganz in blau, Engelbert Strauß, Hose und ein Rothaus-Pilsner. So kennt man den Thomas. Eigentlich hat er die Vita Limo, das ist für mich das Bier. Wir befinden uns nämlich mitten im Umzug. Der ist gestern gekommen, 18 Uhr. Wir haben da was gemacht, dann haben wir heute auch was gemacht und dann haben wir uns gedacht, wenn er einmal da ist und die neue Season begonnen hat und es jetzt Mega Garados gibt, es Zapdos gibt, es Krypto Raikou gibt, möchten wir einen Community Raid mit euch zusammen machen, dass ihr die Möglichkeit habt, mit Thomas zusammen zu raiden, zu interagieren. Das ist richtig, das ist wichtig. Wir laufen gleich über diesen komischen kleinen Feldweg da. Denn das Ding, nee, das ist es gar nicht. Was, hast du eine Frage? Trampelpfad. Ein Trampelpfad? Thomas, du kennst ja Wörter, die habe ich ja noch nie gehört, du. Auf jeden Fall dachte ich, das ist die Arena, aber das ist ja die Futuristic Sculpture. Wir müssen ja zum Formularfischer. Deswegen habe ich mir ein Bier mitgenommen, ich schwitze. Gestern habe ich mal geduscht. Und dann haben wir uns entschieden, wir haben ja keine Zeit, aber 13 bis 15 Uhr ist Mittagsruhe. Da darfst du nichts machen. Nicht mal mit der Sackkarre eine Waschmaschine durch den Hausflur schleudern. Deswegen machen wir in der Zeit jetzt kurz einen Raid. Und der einzigste Raid, der da war, ist ein Mega-Raid. Das heißt, das müsste Garados sein. Mega-Garados habe ich schon alles gemacht. Community-Raid-mäßig. Zapdos habe ich gemacht, Raid-mäßig. Aber Krypto-Inte haben wir auch gemacht, Raid-mäßig. Was wäre denn dein Favorit von den dreien? Krypto Raikou. Ja, dann mach doch. Gut, mache ich alleine. Thomas macht nicht mit. Problem ist, dazu kann man halt wieder nicht einladen. Richtig. Aber wir brauchen eh keinen einladen, weil sich nur Leute vor Ort eingetragen haben. Also hätten wir auch ein Krypto Raikou machen können. Wir gehen jetzt aber zum Formularfischer. Gib mir mal kurz das Bier. Machen das Bier auf. Ungefähr so. Hoppa. Und dann machen wir ein Mega Garados. Prost. Raid mit Limp Bizkit. Mitten im Umzugsstress hauen wir immer noch Videos für euch raus. Und gestern noch Soja-Challenge gemacht, aber das kommt am Sonntag. Ich weiß nicht, wann das Video kommt, aber das kam Sonntag hier. Das ist Reike Bier übrigens. Grüße an Reike. Weil der Thomas der Gast ist und die ganze Zeit rülpst, darf er sich aussuchen, wo wir uns niederlassen. Erstmal muss ich ihn aber trotzdem zur Arena führen. Denn hier ist der Formularfischer, der sitzt da auf dem Stahlträger und nur die Formulare angeln und das ist richtig cool. Er wollte irgendwo auf eine Treppe, jetzt seht ihr, Limp Bizkit-mäßig wechselt er doch zur Bank. Ist auch heute Ruhetag, ne? Wenn Thomas in der Stadt ist, werden die Rollos runtergefahren, wie man sieht. Da geht da nichts mehr. Dann werden die drei Handys ausgepackt und dann geht's los. Sag mal, Rauchen ist aber ungesund, das weißt du. Deswegen rauche ich den kleinen Kindern immer die Kippen weg, damit die keine abkriegen. Das mache ich so mit dem Bier. So, Prost. Richtig. So, weil der Umzug so viel Stress macht, haben wir natürlich uns an die falsche Arena gesetzt, haben dann durch Zufall gesehen, dass in dem Mega Garados Raid einer drin ist und wir nur mit Fanraid Pass rankommen. Das heißt, der Raid ist nicht da, der ist hier, weil das ist nämlich die Futuristic Sculpture. So, das ist ein Thomas, sein Intimbereich. Und das ist die Futuristic Sculpture. Deswegen gehen wir jetzt zum Bushäuschen und machen dann den Mega Garados Raid. Ist ja trotzdem ein cooles Pokémon. Ich habe auch keinen Shiny davon auf dem Habanero-Account. Also gibt es jetzt hier Limp Bizkit. So. Ja, sind wir noch dran. Warte kurz, Kraft sammeln. Limp Bizkit? Ja. Sponsored bei Plörre. So, gleich geht's los. Gleich geht's los. Los geht's gleich. Drei Viertel. Ja, wann ist es denn drei Viertel? Jetzt, ich schreibe Go. Und dann gehe ich hier raus. Und dann muss ich hier gucken. Irgendwas passt nicht. Ja, klar. So, jetzt haben wir uns hier an der Bushaltestelle niedergelassen. Du kannst auch ruhig mal einladen, ja klar, rein. Das machst du doch jetzt mit, du trollst doch jetzt, oder? Nee. Dann muss ich 0 Matze einladen. NetGhost muss ich auch einladen. Sieht dann so aus. So,
gucken wir mal kurz, wer so noch online ist. Jolix, Flex, Skinny, zack. Hier sind ja schon 8. Da lade ich niemanden weiter ein, das ist egal. Da will ich mal kurz hier zeigen, in der Raid-Gruppe haben sich nämlich Leute eingetragen, die wollen mitmachen. Wir haben den Raid ja wieder gepostet hier. Umzugs-Community-Raid mit Thomas. Samyang und Thomas. Da haben sich Leute eingetragen, haben wir jetzt hier so eingeladen. Dann, was können wir noch zeigen im Community-Tab? Also das war die Raid-Gruppe in Telegram. Im Community-Tab auf YouTube habe ich alles gepostet. Hier. Zapdos, Konda, nehmt Eis oder Gestein. Krass. Raikou, Konda, nehmt Boden. Krass. Was habe ich nicht gepostet? Mega Garados. Dafür umso passender, dass wir jetzt Mega Garados machen. Weil das ist ja irgendwie Typ Unlicht. Deswegen können wir Kampf nehmen. Dann ist es, was ist es? Drache oder Wasser? Wasser. Wasser? Ist es Wasser? Die Klinge ist auf jeden Fall wieder drin. Ach, du bist doch einer. So, die Klinge ist drin. Der ist nämlich der drin war, ist jetzt wieder drin. Und hier ist eine Frau vorbeigelaufen, eine Ältere mit dem Handy. Ich habe dann Hallo gesagt. Vielleicht ist das die Klinge. Bloodin, Fias, Moonlight, Linus, Netghost, Matze, Notland, Habanero, Lime, Glaunix, Darkfighter, Spiele, Bro, Klinge 14. Also richtig cool, dass das gepasst hat. Wäre es uns traurig gewesen, wenn die Klinge außen vor bleibt. Ich habe jetzt hier eine Machomai-Armee, Krypto-Machomais, bisschen gepusht, ein erlöstes Gadevar drin. Das nimmt man auch mal mit. Und jetzt sehe ich, jetzt kann ich meine Frage selber beantworten, weil der Thomas redet ja nicht mit mir. Es ist Wasser. So. Wäre da jetzt auch Elektro gut? Ja. Kann man da auch Boden nehmen? Nein. Boden sehen? Da sind wir wieder beim Königshaufen angelangt. Warum kann man keinen Boden nehmen? Weil Wasser Boden wegspült. Ich war ja auch verkehrt. Ich meine Pflanze. Kann man doch Pflanze nehmen? Macht zu wenig Schaden. Zu wenig Schaden, ja. Wenn ich, welches Pokémon fällt dir ein, wenn ich Pflanze sage als erstes? Bisaflor. Bei mir war es Roserade. Ich weiß nicht, weil jeder irgendwie Bisaflor oder so, oder die Starter, aber ich finde, Roserade ist immer bei mir ein Pflanzenangreifer, der heraussticht. Ist ja auch besser als... Wenn ich länger drüber nachdenke, würde ich sogar einfach Zarude sagen. Weil der ist ja auch ein pflanzliches Wesen. Celebi. Und wenn du dich verzählst, was machst du dann? Der Thomas ist übrigens hier Moonlight, ne? Gestern oder so Video gehabt, Rise of the Moonlight. Und jetzt Moonlight im Raid. Ich habe 19, 16. Der andere hat 18, 71. Und was haben Thomas mit seinen 3 Handys, seine 4 Accounts? Wie viel hast denn du? Ich habe 19,07. 19,07? 18,72. 1872. So, jetzt bin ich der Beste. Das ist nämlich wichtig. 1878, 1884. Oh, 1916 ist also der Beste aus dem Raid bei 6 Accounts. Die Frage aber, kann der was? Müssen wir bewähren. Das ist auf jeden Fall das Kleinste. 15, 15, 10. Aber 3 Sterne, okay. Kann ich theoretisch auch gleich wieder verschicken oder wir lassen es so. Ich muss heute noch Spezialtausch machen. Wollen wir nachher mal ein Mudda-Mudda tauschen? Hast du schon gefangen? Ja? Wollen wir jetzt schnell mal ein Mudda-Mudda fürs Video tauschen? Ich such dich mal. Vielleicht wird das. Ja, dann gehe ich wieder raus. Habe ich jetzt wieder drauf gedrückt. Warte, ich schließe die App und lade einfach nochmal neu. Das ist nämlich immer so in der Zeit. Trinken wir einen Schluck. Macht das jetzt nicht nach, liebe Kinder, wenn ihr gerade das Video guckt. Alkohol macht Hirnerhol. Spüre die Hitze, Thomas, spüre die Hitze. So, da ist er, Moonlight. Muramura fand ich richtig gut. 1829 ist richtig schlecht, das kriegst du. 1882 wäre dann das 100er. Ach so, wir sind ja noch nicht mal, wir sind noch nicht mal hier Stufe 4. Beste Freunde, da kostet es 1600. Oh mein Gott. Und dann sind die IV automatisch ja schlechter. Oh mein also. Gott, ich habe 83 Millionen Staub. Das bisschen stört mich jetzt ganz gewaltig. 1800 glatt, der kann weg.
Danke, Thomas. Wir haben übrigens heute auch Muramura gesehen live, denn der Fledermausturm im Nachhinein sieht genauso aus wie Muramura. Wenn ihr nicht wisst, 91. War ja schon wieder besser. 2 Punkte für mich. Wenn ihr nicht wisst, wie der Fledermausturm aussieht, dann schaut mal Videos von Ramses und Fledermausturm im Titel Ramses Fledermausturm. Da seht ihr, dass ich Raids am Fledermausturm gemacht habe und wie der aussieht. Und dann seht ihr, der sieht aus wie Muramura. Das war's jetzt. Von meiner Seite aus. Thomas seiner Seite aus. Ne Biscuit. Ops. Oh,